Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Afterbirth Plus. Nein, das ist es nicht, Mann. Scheiße, das ist Antibirth. Oh Gott, Afterbirth Plus kommt ja in ein paar Tagen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt müssen wir loslegen und ich zeige euch mal neue Charaktere. Erstmal hier reinklicken. Ich zeige euch heute Jacob und Esau. Den hatten wir ja letztens nicht, oder? Ich glaube, ich habe euch Bethany gezeigt. Da sind wir gestorben, haben Challenges gemacht, ne? So war das. Und dann kam Co-op Runs. So, jetzt kommt Jacob und Esau. Diese Leute sind dazu da. Wenn du keine Freunde hast, dann kannst du ganz alleine mit dir einen Co-op Run machen. Guck mal. Denn man steuert zwei Stück gleichzeitig. So, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Und zwar, man steuert beide gleichzeitig. Wenn einer irgendwo hängen bleibt, dann bleibt der andere nicht stehen, sondern es geht einfach weiter. Du kannst mit der Taste, womit du Trinkets fallen lässt, kannst du die einfach so, den roten kannst du stehen lassen. Und außerdem, wenn du Karten aufhebst oder Pillen, dann werden die automatisch aktiviert, also direkt aktiviert. Das liegt daran, dass beide Space-Items mitnehmen können, richtig. Du kannst zwei Space-Items tragen und es läuft so, wenn du jetzt zum Beispiel Brimstone findest mit dem einen, dann bekommt der andere es nicht, so wie bei einem Koop-Baby, sondern du musst die Items aufteilen, Mann. Du musst es schön aufteilen. Das heißt also wiederum zum Beispiel, du findest Magic Mushroom oder Cricket Set, dann gib lieber dem einen das ganze Damage ab. Und apropos Items, ne? Gestern wurde mir im Stream gesagt, dass es anscheinend hier so ist, dass es von deiner Lackanzeige, ach Gottes Willen, nimm du das mit. Dass es von deiner Lackanzeige, was für ein Teufel ist eine Lackanzeige? Ja, je mehr Lack du hast, desto mehr gute Items bekommst du. Okay, das war vorher nicht so. Wurde mir auch gestern kurz gesagt, dass es auf Reddit einer gepostet hat. Hat er irgendwie so festgestellt, alles klar. Sind alles verdammte Doktorinnen im Reddit-Forum. Nein, ich glaube den Leuten schon. Testen wir einfach mal, ne? Es gibt ja auch viele Items, also tatsächlich viele Items, die sehr viel Luck dazu geben. Zufall, ich denke nicht. Es gibt sogar ein Trinket, das gibt dir plus 10 Luck. Wenn du, ich glaube, zwei Ebenen lang nicht getroffen wirst, das werde ich jetzt versuchen, okay? Aber das ist halt, das Problem ist, dass diese beiden hier ein, so ziemliche Arschgeigen sind, möchte ich schon fast sagen, Mann. Es ist sehr schwer, mit denen zu spielen. Am Anfang denkt man sich, wow, das ist ziemlich OP. Nein, es ist nicht, Mann. Glaubt mir, es ist nicht. Okay, ich hoffe, wir finden gleich noch einen Schlüssel für die Bonusebene, ne? Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. So, zack, schön eingesetzt, das Space Item, wunderbar. Genau, wenn mir noch etwas einfällt, was ich zu den Leuten sagen kann, dann sage ich es euch, aber mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wir werden bestimmt noch gleich ein paar Dinge sehen, die abgefahren scheiße sind an den Charakteren. Ja, es ist halt schwer, wenn zum Beispiel ein Raum voller Gegner ist, die auf dich zurasen und der andere dann irgendwo hängen bleibt und so. Deswegen ist es manchmal sogar gar nicht mal so gut, wenn einer von denen nur fliegen kann. Es müssten irgendwie beide fliegen können. Das wäre optimal. Okay, schön, das Space Item eingesetzt, Mann. Wenn wir schon haben, da wird's eingesetzt. Ja, guck dir den Damage mal an. Der ist nicht gut. So, boom. Oh, das ist gut, Mann. Du nimmst das mit, denn du hast keine blauen Herzchen und du brauchst die, beziehungsweise wir können es ja auch so machen. Wenn einer von denen stirbt, ist übrigens finito, ne? Beide sind dann tot. So, pass mal auf jetzt hier. Du hast eine wunderbare Fire Rate, das ist schon mal sehr schön. Schnief. Wir bräuchten jetzt Schlüssel, ansonsten müssen wir auf der nächsten Ebene dann in die Bonusebene rein, das geht ja noch. Das Keypiece oder das Knifepiece befindet sich ja auch erst auf der zweiten Ebene, kein Problem. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt wieder sterben werde, weil die wirklich schwer sind. Ich habe im Livestream noch keinen Run mit denen geschafft. Oh, gestern hatte ich aber echt eine beschissene Sache. Ich hatte richtig guten Maggie-Run und das Spiel ist aber abgestürzt. Das Spiel hat ja Probleme, also die Mod. Und das ist diesmal abgestürzt, als ich mit Maggie einen verdammt geilen Run hatte. Und, oh, warte mal, wir könnten jetzt vielleicht da oben rein. Ja, einen verdammt geilen Run hatten wir. Die legen übrigens auch zwei Bomben hier, deswegen, aber es zieht nur eine ab. Deswegen kann man das sehr gut planen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wollte ich sagen? Genau, mit Maggie ist abgestürzt, ich kann den Run nicht mehr weitermachen. Und dann ist auch der Stream abgestürzt. Zufall, ich denke nicht. So, hier ist ein Schlüssel. Mega nice. Okay, wir können auf dieser Ebene schon rein. So, und ich werde euch mit denen auch etwas anderes zeigen. Ein Trick, den ihr auch im Koop nutzen könnt. Wartet mal, erstmal muss das hier weg. Okay, wir haben noch ein paar Bomben. Sehr schön, machen wir mal. Booyah. So. Wenn wir mit denen sterben, werde ich morgen eine Folge hochladen, wo ich mit normalen Charakteren halt einen normalen Run mache. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. Ich bekomme langsam Alzheimer, Leute, und ich habe irgendwas im Auge. Au. So, pass auf. Wir gehen jetzt rein und ich zeige euch gleich, wenn wir den Itemraum finden. Habe ich den Item-Tracker an? So. Wenn wir den Itemraum finden, zeige ich euch mal einen kleinen Koop-Trick. Also, falls ihr auch im Koop spielt, könnt ihr diesen Trick anwenden. Er funktioniert. So. Pass auf, und ich versuche jetzt nicht getroffen zu werden, okay? Ich gebe mein Bestes. Ihr wisst selber, wie krass diese Ebenen sind, okay? Ihr wisst es selber, Mann. So, Aufnahme stoppen steht da. Oh, hier ist direkt der Itemraum, okay. Ja, jetzt bräuchten wir nur einen Schlüssel, nicht wahr? Oh, oh. Oh, oh, dieser Monstrous Lung. Okay, und da wurden wir schon getroffen. Das ist verrückt, Mann. Das ist verrückt, ey.
Das sind monstrose Lungen, die auf mich geschossen werden, ey. Und da auszuweichen ist gar nicht mal so einfach. Ja, kein Schlüssel leider. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie versuchen, einen Devil Deal zu bekommen oder einen Angel Deal, Mann. Wäre beides mega nice. Und gibt es eigentlich in diesen Bonus-Ebenen, also nach Bonus-Mom, gibt es hier eigentlich Boss-Rushes? Das frage ich mich gerade. Oh, das sind aber ganz schön viele hier. Aber ich setze noch keine Bombe ein. Vielleicht sollte ich es jetzt tun. Nein, tun wir nicht. Sehr gut. Ja, Mann. Warte mal, wenn der eine das einsetzt, das Space Item, schießt der andere noch weiter? Der andere schießt weiter. Okay, das ist sehr schön. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Genau, wenn ihr Start drückt, seht ihr auch, ne, wer welche Items hat und wer wie viel Damage hat und seine Statistiken und so. Also ziemlich, eigentlich eine ziemlich gute Idee, aber es gibt viele Dinge, die unüberlegt sind. Zum Beispiel gibt es ja, wenn du in der Kathedrale bist und gegen Isaac kämpfst, dann musst du dich ja verstecken und manchmal hast du keinen Platz und das trifft dich trotzdem, weißt du, weil zwei keinen Platz haben, Mann. So, das sind so ein paar Dinge, die dich ziemlich abfacken. Gut, ich beeil mich mal, ich versuche mich zu beeilen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, den Boss Rush. Und wir könnten ja jetzt natürlich das hier gut nutzen. Pass auf, die beiden können ja Bomben legen, deswegen legen wir jetzt links und rechts eine. Boom. Boah, wow. Wow, das ist so schwer, die zu kontrollieren, Mann. Okay, und dann gehen wir rein. Zwar keine Geheimräume, aber immerhin sowas hier. So, heben wir das mal auf. Oh, ein blaues Herzchen. Ja, das nimmst du mal mit und eine Münze. Wunderbar. Eigentlich könntest du jetzt hier oben warten. So, schön zeitsparend arbeiten, nicht wahr? Zacki, zacki, Raum. Wir könnten jetzt eigentlich rein. Wir könnten uns versuchen zu riskieren, aber vielleicht lasse ich das auch. Und riskiere hier nichts. Ah. Sondern spiele safe. Okay, das ist ein AP-Upgrade, denke ich mal. Das nimmst du. Sehr gut. Okay, pass auf. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal rein. Oh, zwei schwarze Herzchen. Wunderbar. Teilen wir uns mal, ne? Nicht wahr? Brüderherz? Brüderherz? Ich muss sagen, bis jetzt läuft das ganz gut, der Run hier. Oh, wir haben Curse of the Blind. Stimmt ja. Okay, pass auf. Ich zeige euch jetzt meinen Trick. Und zwar könnt ihr beide Items mitnehmen. Eigentlich würde eins verschwinden, aber wenn ihr im Koop spielt, das ist sehr schwer im Koop, weil ihr das gleichzeitig irgendwie timen müsst. Das geht mit denen hier viel besser. Dann könnt ihr beide Items mitnehmen. Dead Onion und irgendwas anderes hat der andere bekommen. Dead Onion und Piercing Shot. Wow. Okay, das ist gut. Jetzt haben beide Piercing Shots. Okay, mega nice. Es wäre noch cool, wenn der Space Item hat. Autsch, 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 autsch. Die Dead Onion. Ach du Scheiße, wie viel halten die denn aus, Mann? So, Pillen werden direkt eingesetzt. I can see forever. Oh. Oh, direkt beide gefunden. Sehr schön. Oh nein, da ist noch so einer. Okay. Atatatatatatatata. Wunderbärchen, alles klärchen. So. Den Automaten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir gehen lieber jetzt hier rein und checken mal die Lage aus. Aha. Ja, okay, so, pass auf, weiter geht's, Mann. Lass uns den Boss wegklatschen. Ich hoffe, es wird Wurmwut. Ah. Heißt nicht, Mann, wir haben den Piercing-Effekt. Das ist schon mal sehr schön. Da können wir viel Damage ausrichten, aber der hat halt so ekelhafte Angriffe drauf, Mann. Okay, das ist gut. Der darf bloß nicht verschwinden jetzt. Nein, 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 komm mit, mein Freund. Der Angriff gleich wird brutal hier, jetzt. Wo kommt er jetzt raus? Wo kommt er raus? Oh. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, wo er rauskommt. Aber ich kann's noch nicht, Mann. So, nimm du das mal mit. Magic Mushroom. Jetzt hat der, seht ihr, jetzt hat der auf jeden Fall den Damage-Multiplizierer. Okay, wir müssen auf Angel Deals gehen, was ich gut finde. So, nimm du das mal mit. Es ist Guppy's Tail. Okay, es läuft gut, Mann, Leute. Läuft gut. Die heiligen YouTube-Götter spielen mit, Mann. Die spielen mit. So. Magic Mushroom hat er wunderbar. Das heißt also, wir müssen jetzt ihm die ganzen Damage-Ups geben. Ja. So, jetzt Beeilung hier. Beeilen, beeilen, beeilen. Knife Piece finden. Vielleicht den Boss-Rush schaffen. Ich hoffe, es gibt hier einen Boss-Rush. Sehr gut. Haben wir Curse of the Blind wieder? Nein. Keine Curses, das ist super. Und ich versuche wieder mal nicht getroffen zu werden, okay? Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. Ich muss, glaube ich, zwei Ebenen nicht getroffen werden. Und dann bekommen wir das Luck-Up-Trinket. Und das wäre schon ziemlich nice. Finde ich gut, die Idee, Mann. Das mit dem Luck-Up. Finde ich sehr gut. Oh, so gibt es jetzt auch, weißt du? Ein Grund, nicht getroffen zu werden, Mann. Außer nicht zu sterben. Ja, das ist auch ein guter Grund. Das war I Can See Forever, ne? Ja, setz ein. Oh, ja, perfekt. Wir können... Oh, Schilde Tiers, Alter. Nimm das mit, Mann. Oh, Leute, der Run ist gut. Wie viel Luck-Up haben wir denn? Anscheinend haben wir ziemlich viel Luck-Up. Wow. Warte mal, lass mal ganz kurz das hier sprengen, auch wenn wir Bomben eigentlich brauchen. Aber ich glaube, eine könnten wir opfern. Oh, yes. Leute, ich bin gerade ziemlich scheiß auf diesen Run. Okay, ich will ihn jetzt nicht zu sehr loben, ne? Es kann immer noch ein Drecksack werden. So, pass auf, wir töten jetzt erstmal die hier. Erstmal diese Armee und jetzt kümmern wir uns um die hier.
Ja, das mit dem nicht getroffen werden wird, glaube ich, einfach. Also mit Lost bekommst du es so gut wie immer eigentlich. Weil Lost startet auch mit Holy Mantle. Und wenn du mit Lost zwei Ebenen schaffst, dann heißt es ja, dass du nicht getroffen wurdest. So, und der Holy Mantle zählt auch nicht. Okay, der hat das Space Item. Wir müssen mal tauschen gleich. Das wäre gut, wenn er es hätte, Mann. Ja, leider habe ich keine Schlüssel, Mann. Warte mal, damit kannst du Broken Padlock. Damit kannst du damit auch Kisten öffnen? Okay, Leute, ich kann es nicht riskieren. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir noch in die nächste Bonusebene kommen, okay? Danach können wir rumexperimentieren. Einen Moment. Du kannst mit diesem Trinket jetzt Türen öffnen mit Bomben. Du brauchst keine Schlüssel mehr. Na, wer wohl hier auf mich wartet? Oh Gott, hör auf damit. Die werfen das immer so schnell, Mann. So, dann lass uns mal den Boss wegklatschen. The Rainmaker. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, der hat auch solche Geister. Kacke. Nein, 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 nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Sei nicht so. Konzentration hier. Konzentration, der macht jetzt seine Arme. Die treffen mich so oft, diese Arme. Yes, okay. Ja, man muss zwei Ebenen schaffen und wir haben das Pentagramm. Das nimmst du mit, denn du hast den Magic Mushroom, mein Freund. Oh mein Gott, hier nehmen wir natürlich auch beide mit. Hier nehmen wir natürlich auch beide mit. So, ich überlege gerade, für wen es besser wäre. Vielleicht wäre es... Nee, das passt schon so. Das ist gut so. So, beide sind dran, nicht wahr? Okay, dann let's go. Beides mitgenommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, die sind ja beide jetzt hier drin. Oh, ist das gut, Leute. Der Run läuft super, Mann. Bekomme ich eine kleine positive Bewertung? Die würde mir echt helfen, aber wenn nicht, dann okay. So, pass auf. Ich will jetzt erstmal ganz kurz... Warte mal, wir müssen den Bonusraum aufmachen, ich Vollidiot. Au, ich hab was im Auge, Mann. Das nervt. So, was ist denn da links drin, ey? Manchmal wünsche ich mir, ich könnte mein Auge rausholen. Mal kurz polieren und dann wieder einfügen. Ein Glasauge wäre nicht schlecht, ne? Ah, das Knife Piece, genau. Das muss jetzt natürlich einer... Pass auf, du bist der Knife Piece-Träger. Du. Okay, so. Dann machen wir jetzt erstmal die Bonusebene auf. Das müsste eigentlich mit einer Bombe klappen. Yes, somit können wir jetzt den Itemraum aufmachen und uns dort Items schnappen, ne? Mega cool, Mann. Mega cool. Ha, ich würde auch sagen, wenn ihr das im Koop macht, diesen Trick, dann solltet ihr das irgendwie, dass einer einen Controller in die Hand nimmt und dann selber kontrolliert, wann er da, ne, was macht. So, komm, spreng. Genau, genau, genau. Oh, ho, 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 das sind schöne Items. Warte mal, und wir tauschen das mal eben ganz kurz. Und zwar hebst du das Space-Item auf, lässt dann das andere liegen und dann kann der andere das aufheben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, und jetzt kannst du es aufheben. Und jetzt können wir es auch einsetzen hier, ne? Genau, sollte besser funktionieren, wenn er das hat. Gut, Leute. Gut, 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 gut. Ich bin gerade richtig happy. Ich hoffe, es wird sich nicht ändern. Ja, nächste Ebene, ne? Wir sind jetzt 11 Minuten in Downpour 2. Ich glaube, Leute, es wird nichts mit dem Bosswash, ne? Ich glaube, das wird nichts, Mann. Gut, lass rein hier. Genug überlegt. Weiter, 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 weiter. So, Minen. Die Minen sind so brutal. Ich versuche keinen Schaden zu nehmen. Ich versuche es, Leute. Ich versuche es. Ist das vielleicht Emperor? The Sun. Oh. Okay, das ist, damit kann man arbeiten. Damit kann man echt arbeiten. Let's go, runter. Das ist einfach nur Feuer. Das ist... Okay. Nimm den Schlüssel mit, alles klar. Ja, das müssten wir jetzt irgendwie aufsprengen. Ja, da ist nur so ein kleines Baby, das ich noch nicht hatte. Aber man kann sich vorstellen, was es macht halt, ne? Die Bohne, ja. Pass auf, du nimmst einfach den Begleiter hier mit. Genau, weiter geht's, Mann. Oh Gott, bei dem Spawn-Gegner. Alles klar. Gut, 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 gut. Alles klar, Mann. Alles klar, alles klar. Das Gute ist jetzt einfach, dass wir halt Schilde Tiers haben und... diese Aura, die auch noch Damage macht, ne? Die ist abgefahren. So, wir sind gleich beim Boss. Wir haben es geschafft. Lass den Boss schnell machen. Es ist Great Gideon. Oh nein. Wieso kann ich einen anderen gespawnen? Oh, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Ah, dieser Angriff. Vor dem habe ich Angst. Vor dem habe ich große Angst. Gott, mein Begleiter macht mir Panik, weil der jetzt halt... Der macht halt jetzt diese Scheiße hier, ne? Dieses picklige Spucken. Komm schon, konzentrier dich, konzentrier dich. Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich will dieses Trinket sehen. Wir sollten ja dann zwei Ebenen geschafft haben. Oh, scheiße, der ist wütend. Was macht der? Oh, scheiße. Oh, scheiße.
Wir müssen rauf da, auf die Gegner. Aber die halten halt verdammt viel aus, Mann. Ach du Scheiße. Komm schon, stirb doch mal. Ah, die halten so viel aus. Yes, der ist weg. Noch eine Welle. Eine Welle noch. Gott, fieber ich gerade mit, Mann. Komm, schnell, schnell, die müssen wir erledigen. Yes, einer noch, Haben wir das Trinket gedroppt bekommen? Nein, wieso haben wir es nicht gedroppt bekommen? Vielleicht muss man einen Abschnitt komplett schaffen. Oder muss man das erstmal freischalten irgendwie? Ich glaube, man muss es erst freischalten, oder? Ah, wahrscheinlich haben wir es noch gar nicht freigeschaltet. Okay, pass auf. Das nehmen wir mit, das ist wunderbar, aber wer nimmt das mit? Ich glaube. Du, wir müssen dich groß und stark machen, Mann. Du bist mein böser Dämon der Zerstörung. Pass auf, und das nimmst du auch mit. Und jetzt suchen wir erstmal den Rest der Ebene ab. Ich glaube nicht, Mann. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Das nächste Knife Piece gibt es ja auch erst auf der zweiten Ebene. Gut, versuchen wir mal zwei Abschnitte in einem Kapitel zu schaffen. Vielleicht hilft das, okay? Jetzt haben wir natürlich kein wunderbares The Sun. Oh, scheiße. Okay, der Begleiter ist irgendwie nicht so geil, Mann, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass das die Tränen vom Gegner sind. Vergiss meinen nicht. Was macht das hier? Das wurde mir mal erklärt, ne, im Stream. Hey, das macht das und das. Und ich dachte mir nur am Ende, okay, einfach lächeln und so tun, als hättest du es verstanden. Das war ein bisschen kompliziert. Konzentrieren, konzentrieren. Nicht in den Nahkampf gehen mit Zack Dagger. So, danke schön. Oh, scheiße. Okay, das war eindeutig, ne? Der Lichtschein, die werden reingefallen und... Ja, ich hätte vielleicht mein Space-Item einsetzen können. Vielleicht wären die dann weggeflogen von mir. Nee, der tut's auch nicht. Gut, da wurden wir wieder getroffen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Einfach ein Pütz. Das war natürlich jetzt ein doofer Raum. Okay, wir müssen gleich so oder so noch blaue Herzchen opfern, um in die nächste Ebene zu kommen. Aber wir haben genug. Wir haben tatsächlich genug, mehr oder weniger. Ach so, das müssen wir sprengen oder halt einen Schlüssel. Mal gucken, was wir finden. Okay. Hey. Schön sterben. Dankeschön. Wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie gestorben sind. Wir brauchen unbedingt mehr Damage, Mann. Okay, da ist ein Schlüssel. Den schnappen wir uns und setzen ihn hier unten ein. Ja, ist egal, wer was mitnimmt eigentlich, Mann. So machen wir das mal. Weihwasser und 10 Bomben. Gut. Ja. Wir brauchen mehr Glück, würde ich sagen. Oh, scheiße, Mann. Dieses Pfiff hat mich voll verwirrt, Mann. Ich dachte, der Raum wird geschafft, weißt du? Das kommt ja auch meistens, wenn du dann eine Aufladung bekommst, wenn du den Raum schaffst. Ja. Da war mein Brain gerade überfordert. Kann man hier vielleicht diese Dinger auch mit Bomben sprengen? Ja, tatsächlich. Okay. Leck mich am Arsch, das geht. Sehr gut, Leute. Wir brauchen... Wow, das verändert jetzt alles. Okay. Auf den letzten Ebenen hatte ich aber so oder so nicht genug Bomben. Sehr krass. Sehr krass, Mann. Sehr krass. Ja, spreng die Scheiße, aber natürlich machen wir das... Okay, öffne es einfach so. Legen wir mal eine Bombe. Ja, sieht so aus, als würden wir den Boss-Rush, falls es hier einen gibt, nicht schaffen, auf jeden Fall. 4 Minuten für 2 Ebenen gleich. Na, die nächsten Ebenen sind so riesig. Die sind so riesig. Komm, heiliger Schein, mach kaputt, ey. Das ist echt ein krasses Item. Ach, setz den Schlüssel ein, ist doch scheißegal. Sehr gut, Münzen, Bomben. Jetzt wäre ein Shop ganz gut, ne? Ein guter Shop, ein richtig schöner Shop. Einfach mal hier legen. Okay, noch ein paar Schlüssel bekommen, theoretisch, nicht wahr? Und da oben müsste eigentlich das Keypiece jetzt drin liegen. Ja, das Knife-Piece. Ich sage immer Keypiece. Ah! Knife-Piece 2. So. Scheiße, wer hat's aufgehoben? Ich habe das noch nicht getestet, aber kann es sein, dass das nicht funktioniert und, es kann funktionieren. Also es kann auch funktionieren, Leute. Wollte ich nur mal sagen. Aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Oh mein Gott, ich bin sowas von im Arsch. Bitte. Vielleicht kann man ja mit meiner Bombe die Tür aufmachen. Komm schon. Bitte, Mann. Das kannst du mir nicht antun, ey. Oh nein.
Oh nein, der Run lief so gut und dann gab es einen Konzentrationsfehler. Okay, das ist eine Krone, die wird wirklich wunderbar. Pass auf, du opferst dein Leben. Zwei ganze Herzchen, okay, rein in die Krypta, würde ich sagen, nicht wahr? Oh, scheiße, vielleicht wird das trotzdem klappen, Mann. Komm schon, Spiel, bitte, Mod, sei nicht so gemein. Oder es ist ein gemeines Feature von den beiden hier, auf was du stolz bist. Das ist bestimmt ein gemeines Feature, auf was die stolz sind, Mann. So, schön auf die andere Seite. Wunderbar. Oh mein Gott, hier wollte ich eigentlich nicht rein, Mann. Aber dann war ich plötzlich drin. So. Okay, das sprengen wir natürlich auf jeden Fall. Scheiße, jetzt bin ich verunsichert. Ich muss mich konzentrieren. Ja, pass auf, wir schicken nur einen jetzt weg. Pass auf, den stellen wir hier so hin. Upsi, dich schieben wir mal ganz kurz hier hin. Lass dich nicht stören. So, und jetzt... Ah, warte mal, das muss ganz anders gemacht werden. Der muss auch da oben stehen. Der muss auch da oben stehen. So. Genau, gut, da haben wir es, Mann. Da haben wir es. So, jetzt hat er auch noch Poison Tears. Wunderbar. Seine drin sind schön. Da geht es ihm jetzt auch am Trinket vorbei, Mann. Oh, nein. Das lief so gut. Das kannst du jetzt nicht machen, ey. Das lief echt so gut. Ich dachte, wir schaffen jetzt Witness. Auch wenn wir eigentlich gar nicht so gut sind für Witness. So. Machen wir den mal kaputt. Genau. Und jetzt zerstören wir das. Übrigens einer meiner Lieblingsbosse auf jeden Fall hier. So, setzen wir das mal ein. Ekelhaft, oder? Und das hier. Und... Yes! Yes! Schilde Tiers spamsen dich weg, mein Freund. Das war ja einfach. Du nimmst das mit. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich glaube, wir bleiben lieber bei Angel Deals, Mann. Und ich versuche mal noch diese Ebene zu klären, weil es gibt ja Bonus-Ebenen, weißt du? Oh, Mann, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Knife Piece. Oh. Und weg ist das positive Däumchen. Ah, weil ihr natürlich nie Fehler macht, ey. Ihr seid perfekt. So, okay, pass auf. Legen wir das hier hin. Und nehmen mal ein Herzchen mit. Okay, beide nimmst du mit. Kein Problem. Steven, jupp, der Rote. Esau muss das sein, ne? Der böse Bruder. Ich fühle mich ein bisschen wie in... Sinister war das? Da, wo dieser rote Dämon war. Wo der Song gespielt wurde. Tiptoe through the window. Oder so. Genau. Schön einsetzen, das Teil. Gut. Mega nice mit den Bomben, ey. Dass wir da jetzt auch goldene Kisten öffnen können. Das erleichtert einiges. Ja, scheint aber nicht so, als würden wir hier noch irgendwelche besonderen Items finden. Scheint nicht so zu sein. Yo. Okay, danke schön. Was haben wir hier? Den Eraser. Weißt du was? Den nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich einfach wissen will, was er genau jetzt macht, Mann. So, der Eraser, mit dem kannst du irgendwie Sachen abwerfen und dann, komm, du nehmen wir mal ein bisschen. Sachen abwerfen und dann verschwinden die, glaube ich, komplett aus dem Spiel. Also die tauchen nie wieder auf, ne? Kann das sein? Deswegen kannst du ihn auch nur einmal benutzen. Komm, wir werfen gleich einfach mal irgendeinen nervigen Gegner damit ab und dann ab geht's, ey. Dann kommt der nie wieder. Sehr schön. Vor allen Dingen ist der Run gleich geschafft, deswegen ist es eigentlich kein Unterschied, Mann. So, pass auf, spreng mal. Yes. Und lass uns mal in die Bonusebene. Da gibt es auch manchmal Itemräume, ne? Extra Itemräume. Ich hoffe, wir haben gleich... Also, wir nehmen das Knife Piece auf und bekommen... Nein, das wird bestimmt nicht so sein. Das wird bestimmt nicht so sein, Mann. Weil es natürlich nur zählt, wenn der eine das... Oh, so ekelhaft. Joker, du erfahrst. Okay. Eieiei. So, immer schön zusammenbleiben. Immer schön zusammenbleiben. Gut, das Trinket haben wir auf jeden Fall. Okay, einmal hier durchmogeln. Wunderbar. Na, ja, da hat das schwarze Herzchen mitgeholfen. Okay, pass auf. Der Jacob bräuchte jetzt ein bisschen Leben. Also wenn wir da was finden, dann bitte verschlinge es nicht, Esau. Ah, das kannst du gerne verschlingen, Mann. Kann ich das jetzt auch hier mit öffnen? Natürlich, Mann. Natürlich. Oh, Dieses Item sorgt dafür, dass Bomben früher explodieren. Das ist einfach so ein kleines, ne, Feuerwerkskörper, der schon explodiert ist. Und manchmal findet man ja welche mit noch einer Zündschnur. Dann zündet man den an und dann fliegen sie in deiner Hand in die Luft und du hast keine Hände mehr. Richtig? So. Okay, ich glaube, wir gehen mit dem Roten hier rein. Ach, und das lohnt sich nicht mal. Okay, pass auf, wir kriegen jetzt hier gerade zu viel Damage. Pass auf, die Verunsicherung ist reingekommen. Wir müssen uns jetzt konzentrieren.
Okay, das finde ich schön, dass hier noch so ein Raum ist. Oh, das finde ich auch gut, dass es Fake-Herzchen gibt. Das ist ja mal eine mega geile Idee. So, sprengen. Rucksack, warte mal, jetzt können wir noch mehr Space-Items mitnehmen, also einer von uns. Okay, testen wir mal, wie das abläuft. Du nimmst das mit. Nimm auch was hiervon mit und die Pille hatten wir die schon. I can see forever, yes. So, dann können wir jetzt noch die Geheimräume suchen und ich kann jetzt noch ein Space-Item mitnehmen. Okay, das ist schön. Damit können wir auf jeden Fall jetzt da... Oh, Fire Rate up. Pass auf, das holen wir uns natürlich. Aber wir verschwenden natürlich die Bomben nicht. Genau, bekommen noch ein bisschen Geld dazu. Pass auf, du nimmst das mit. Ist zwar ein bisschen Damage down, aber passt schon. Man, dafür ist deine Fire Rate jetzt ab und dafür kannst du in kürzester Zeit mehr Damage machen. Klingt das plausibel? Ich weiß es nicht, Mann. So, kann ich jetzt echt noch ein Space Items mit? Space Items. Pass auf, dann nehme ich... Ah, geht nicht. Pass auf, dann nimm das mit. Oh mein Gott, das wird jetzt kompliziert, Mann. Okay. Somit können wir also 4 Space Items mitnehmen, wenn ich den Rucksack irgendwie 2-mal bekomme. Es gibt ja eine Rune, die gibt dir mal ein Item, was du schon hast, gibt es dir nochmal. Ja, so kann man den Rucksack auf jeden Fall nochmal bekommen. Sehr schön, Esau, Mann, sehr schön. Du bist eine kleine Killermaschine. Früher habe ich nämlich immer das Ganze aufgeteilt, weißt du? Okay, der hat Magic Mushroom bekommen, dann nimmt der andere Steven. Das ist aber falsch, Mann. Man muss irgendwie mit einem spielen und einen davon stark machen, weißt du? So, gehen wir mal rein hier. Oh mein Gott, okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Pass auf, du nimmst das mit. Und setzt es jetzt ein. Natürlich gibt es im Bonusabschnitt auch noch ein paar Itemräume, ne? Aber die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. So, genau. Und wir erasen gleich jemanden. Bosse kann man, glaube ich, nicht erasen. Vielleicht sogar doch, keine Ahnung. So. Perfekt. Ein paar Fliegen und Pillen. Ja, dann snack mal. Oh, nein. Okay, das sind eigentlich keine nervigen Gegner, ganz ehrlich. Oh, ich würde gerne hier rein. Ich gehe rein. Aber du gehst da rein, weil du hast das Buch. Du hast das Buch. Du kannst dich noch heilen und so ein Scheiß. Goathead. Okay, das ist schön. Was haben wir hier? I found Pills und Range Up. Das ist sogar das, was du brauchst, mein Freund. Mega cool. Mega cool. Denn er hatte leider wegen der Dead Onion keine so gute Range. So. Absi. Okay, gut, dann lass uns weitergehen. Wir bekommen jetzt hier noch einen Deal. Den hatten wir aber schon, ne? Genau, das war der Devil Deal, ja, ja. Du nimmst das mit, weil der andere das Buch hat. Und hier waren wir, nicht wahr? Genau, da war das Buch. Ne, ich lass das mal so. Okay, Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Entweder ich hab verkackt und ihr hasst mich wieder alle, weil ich das voll absichtlich gemacht habe, oder ihr drückt ein Auge zu. So, komm her. Und es klappt vielleicht. Es klappt sogar, ne? Kann ja sein. Okay, scheiß auf die Bombe. Weiter geht's, Mann. Was ist hier drin? Ne. Brauch euch nicht. Oh, shit. Das hier war, I can see forever. Nein, Puberty. Upsi. Okay, die Bomben schön nicht verschwenden. Oh, da unten ist noch ein blauer Stein. Habe ich gar nicht gesehen. Pass auf, dann machen wir das so. Bomben nicht verschwenden. Kannst du da jetzt bitte kurz hoch? Danke. Und jetzt weg, 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 weg. Holy moly. Und Bomben nicht verschwenden. So. Den runterschieben. Bombe legen und weg, 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 weg. Okay, gut. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. The World. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt sehen wir, ob der Bonusabschnitt sich lohnt. Oh Gott, dieses Teil, Mann. Da müssen wir direkt... Oh, zum Glück habe ich die Aura. Holy moly. Oh, den hätte ich weg... Okay, pass auf, ich Razor jetzt. Die weg, wollte ich sagen. Ich bin zu stark. Speeddown. Ich weiß ganz genau, wer das hier bekommt. Ich weiß ganz genau, wer das hier bekommt. Na, eigentlich brauche ich das andere Space-Item nicht, also verzieh dich. Oh. So. Okay, machen wir einfach mit dem Schlüssel hier auf. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? So, jetzt haben wir aber noch einen Quad-Shot. Das ist natürlich sehr gut, dass du jetzt die Fire-Rate abbekommen hast. Mitgenommen hast. Wen erase ich denn jetzt, Mann? Ich erase einfach jetzt dich hier. Oh, warte. Nein, ich habe daneben geworfen. Verdammt. Man kann dich auf jeden Fall erasen, da kommt er nie wieder tatsächlich. Der kommt nie wieder, okay? So, dann kennt ihr den Effekt wenigstens. So, was haben wir hier? Das ist Puberty und das hier war Luck Up. Oh ja, das ist das, was wir brauchen.
Ja, setz mal dein Space-Item ein. Schaffe ich mich da durchzusprengen vielleicht? Ja, yes, es gehen sogar zwei Stück kaputt. Mega geil. So, dann lass mal kurz in den Bonusabschnitt. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch was Interessantes hier. Ein paar goldene Kisten, die was Cooles drin haben. Wer weiß, wer weiß. Das ist natürlich eine kleine Bombenverschwendung, aber... Oh mein Gott, das sind auch brutale Gegner. So. Au. Aber solange du Schaden bekommst, ist alles gut, denn du hast das Buch. Jetzt verliere ich so langsam die Übersicht. Nein, 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 nein. Nicht wehtun, nicht wehtun. So, du gehst rein. Du gehst rein. Ah, Mann, ich krieg langsam ein bisschen Muffensausen, Mann, weil ich aufgeregt bin, ob das jetzt klappt mit dem Knife Piece oder nicht, ob wir jetzt The Witness schaffen oder nicht, Mann. Ja, da muss ich mich reinsprengen, lohnt sich jetzt aber nicht wirklich. Wenn ich ganz ehrlich bin, lohnt sich das nicht. So. Okay, Schlüssel, 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 was ist das hier? Emperor! Was? Wir können jetzt das Knife Piece überhaupt nicht mehr erreichen wegen Emperor und weil wir jetzt Mob bekämpfen und nicht mehr rauskommen. Tatsächlich? Ja, 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 ja. Das ist wahr. Kriegen wir es trotzdem damit auf, weil ich das hab? Nein. Man merkt vielleicht kleine Erschütterungen bei mir. Man merkt vielleicht kleine Erschütterungen bei mir. Geh auf! Nein, Emperor-Karte, du Drecksack! Gut, Leute, dann gehen wir jetzt halt in die Chest. Ich habe mit Jacob und Esau noch nie die Chest geschafft im Livestream, deswegen ist das, auch wenn wir es schaffen, ein Highlight für mich auf jeden Fall. So, pass auf, du nimmst das mit, der andere hat das Buch. Kann es vielleicht mit dem hier? Nein, geht nicht, alles klar. Ja, 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 ja. Das war natürlich jetzt ein Schuss in den Ofen. Jetzt konnten wir nicht mal testen, ob das funktioniert, ob man da Panik haben muss. Aber naja, für meine Dummheit wollte... Wieso bekomme ich da eigentlich die ganze Zeit Sachen gedroppt? Mal wegen dem Rucksack oder was? Was zum Teufel? So liegen hier jetzt am Anfang immer Items rum. Und was war das nochmal? Pure Party, okay. Die Bad Trip Pille war auch irgendwie blau, ne? Okay, das ist 9 Leben. Puh, nehme ich das mit oder nicht, Mann? Ich glaube, das nehmen wir. Ich glaube, das nehmen wir mit, ja. Komm. So, okay, weiter geht's, Mann. Oh. Egal, Leute. Dafür ist es ein guter Jacob Esau. Ich habe noch nie einen Jacob und Esau Run zu Ende gebracht, Leute. Also deswegen, freut euch. Was ist das hier? I can see forever war das, okay. Wunderbar. Wunderbärchen, alles klärchen, Mann. Auf Wiedersehen. Ja, das ist echt ein geschmeidiger Run, Mann. The Witness? Puh, weiß ich gar nicht, ob ich das geschafft hätte, Mann. Ganz ehrlich. Ja, was ist das hier? Emperor wieder, oder was? Nein, Magician. Ich werde nie wieder Items mit euch mitnehmen. Nie wieder, Mann. Das ist hier der Supergeheimraum irgendwo. Oh, du bist cool. Ja, leider gibt es keinen Witness für uns, ne? Leider gibt es keinen Witness für uns. Aber hey. Dinge passieren halt. Kann es sein, dass es mein Forget-Me-Now-Trinket macht, dass da die ganze Zeit Items spawnen? Denn irgendetwas wurde mir gesagt mit blablablub, Items werden da, also Trinkets werden oder Sachen, die du nicht mitnimmst, wieder auf Video. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, das ist mein Vergiss-Mein-Nicht-Item, oder? Cool. Ach, wir sind schon hier? Ach, stimmt ja, okay. So, gleich nicht vergessen, wir müssen rein in die Kathedrale. Nicht, dass ich da irgendwo anders hingehe. Weil ich lustig bin. Nur eigentlich könnten wir jetzt auch mal... Oh mein Gott. Ja, wir sind schon stark, Mann. You unlock double, baby. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, Mann. Double Baby habe ich... Also ich habe geschafft, Eclipse. Ich bin ein bisschen in die Chest gekommen, dann habe ich verkackt. Vielleicht finden wir gleich noch Dead's Key und können Mega-Satan machen. Wie cool wäre das denn bitte? Stell dir das mal vor. Hab ich schon einen Devil Deal mitgenommen oder so bekommen wir keine Angels mehr? Doch, wir haben 50-50 Chance einfach nur. Ja, die Frage ist jetzt... Nehme ich dich mit oder nicht? Weißt du was? Du nimmst das mit. So. Okay, und jetzt schön hier rein in die Kathedrale. Gut, wenn wir die Kathedrale schaffen, haben wir Fortschritt, Mann. Haben wir Fortschritt. Schalt mir Items frei. Das Ding ist halt nur, wenn Afterbirth Plus kommt, werden wir diese Mod nicht weiterspielen können, ne? Wir können diese Mod nicht weiterspielen und...
Die kommt ja dann später zu Afterbirth Plus dazu, weißt du, aber... Dann, deswegen können wir leider nicht viel sehen. Ich plane nämlich auch einen 24, also nicht 24-Stunden-Stream, sondern Samstag. Einfach einen sehr, sehr langen Stream. Und es kann aber sein, dass natürlich mein Internet dann abspackt. Das ist dann so ein Stream mit kurzen Pausen vielleicht und dann mache ich weiter. Wenn das Stream kurz, also wenn es kurz ausfällt, kurze Pause, weil dann geht das Internet meistens danach wieder. Kurze Zeit, also so nach einer Stunde. Kurze Zeit. So. Aber es kann nicht daran liegen, dass der WLAN-Stick irgendwie überfordert ist, also, weißt du, halt, also, überhitzt oder so, mega merkwürdig. Vielleicht muss auch der Cache-Speicher dann geleert werden, ne, wie mir gesagt wurde, aber ich habe ihn gezogen und es ist nichts passiert. Sondern erst nach einer Zeit, wenn man gewartet hat, ging's. Mega nervig. So, ich würde sagen, du gehst erst rein. Na, wunderbar. Okay. Stimmt ja, wir haben ja... Mega Dingsbums. Okay, pass auf. Dann nimmst du das mit und du. Okay. Ah, oh, I can see forever. Und das hier war Range Up. Sehr schön. Hey, du. Auf Wiedersehen. Tja, Leute. Nichtsdestotrotz werden wir noch weitere gute Runs haben, nicht wahr? Ja, das werden wir haben. Und ich bin gespannt, was wir jetzt freischalten werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Okay. Junge, ist das toll, zwei Bomben zu legen immer. Oh nein, da wurden wir erwischt. Sogar der falsche. Oh, oh. Wobei, wir haben gleich das Buch und können uns aufladen. Und wir haben neun Leben. Das Ding ist halt nur, wenn einer stirbt, dann kommt der andere auch mit einem roten Herzchen wieder. Gabi! Gabi. Gabis Paw. Oh. Warte mal, wir hatten eigentlich das andere. Gabi hat ihn mitgenommen. Wir hätten jetzt Gabi sein können. Der andere ist Gabi. Oh, yes. Und wir haben Gabis Paw. Oh, 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 wunderbar, pass auf, nimm du das hier mit. Okay, der andere ist Gabi, aber das ist eigentlich nicht gut, weil der andere muss Gabi werden. So, der andere muss Gabi werden. Der ist stärker, aber jetzt kannst du wenigstens ein bisschen mithelfen, oder? Let's go. Der wollte auch ein bisschen mitspielen, Mann, der wollte ein bisschen stärker werden. Der wollte es nicht alles seinem großen Bruder überlassen. So, ein paar Münzen und sowas, steckt dir das sonst wo rein? Brauche ich nicht. Yes, man, Gabi, let's go, Alter. Autsch. Wie viel Unterschied ist denn das? Okay, drei Striche Damage ist ein Unterschied. Ja, ja, ja. Dafür hilft er jetzt mit, Mann. Dafür hilft er jetzt mit. Vielleicht finden wir gleich noch mehr Gabi-Items. Und Gabis Paw kann ich ja liegen lassen gleich mit dem Space-Item. Dann hebt der andere das wieder auf. Dann hat der andere auch zwei Gabi-Items, ne? Wir hatten ja Gabis Tail. Wer hat Gabis Tail mitgenommen? Ach, auch der. Ja, klar, okay. Gut, dann brauchen wir es natürlich jetzt. Gabis Hairball und alles. Uiuiui, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Gut. Naja, eigentlich haben wir den Boss gefunden, Mann. Au. Ja, lass liegen die Münze. Let's go. Lass uns den Boss hier wegklatschen. Let's go, let's go, let's go. Schön mit dem Messer. Yes, der hat uns gestern richtig viele Probleme bereitet, Mann. Oh, das ist falsch. Oh, wir haben es geschafft. Okay, puh. Oh, nein. Aber er wurde vergiftet eigentlich. Ah. Hat's überlebt. Sehr schön. Geschmeidiger Kampf, Mann. Geschmeidiger Kampf. So, dann lass uns jetzt rein hier und die Chest clearen und hoffen, dass wir... Warte mal, können wir vielleicht Megasatans Tür auch damit öffnen? Nee, bestimmt nicht, ne? Jacob's Ladder, nice. Die habe ich auch schon freigeschaltet im Livestream, aber halt noch nichts weiter. Ja, tatsächlich, die ganzen Münzen kommen. Okay, was machen wir hier? Pass auf, der andere ist die Fliege, der andere ist der Spinnenmann, ja. Und du nimmst das mit, du bist da, 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 da. Und das hier. Sehr gut. Lass uns mal hier durchmuggeln. Sieht so aus, als wäre da unten ein Geheimraum. Ja, yep, tatsächlich, Mann. Eine Batterie. Jo, kannst du mitnehmen? Okay. Nicht vergessen, Kackäufchen. Dann lass uns mal durchboxen und hoffen, dass Gabi's Tail jetzt nicht aufhört, uns Items zu geben, Mann. Schöne Items, wo Dead's Key drin ist. Oh, diese Bomben. Wollt ihr mal die Bomben hier sehen? Pass auf, Stone Bomb. Die machen einem aber selber Schaden. Aber guck mal, was die machen. Oh, 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 oh. Oh, sowas hier halt. Aber die machen einem selber auch Schaden. Ich dachte erstmal, what the fuck, das ist cool, aber die machen einem selber Schaden. Mit Dr. Fetus wäre das, glaube ich, cool, aber gleichzeitig ja auch sehr selbstmörderisch, Mann. Hup. Sehr gut. Badab, badab. Schade, kein Witness, Mann. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht gerade. Au. Und dieser Raum macht mich gerade ein bisschen fertig, Mann. Holy shit. Aber die dürfen alle kein Leben mehr haben. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Das lassen wir liegen.
Space einsetzen? Schön, Gaffi. Wunderbar machst du das, Mann. Was ist hier drin? Oh, das nimmst du mit, Mann. Das nimmst du mit. Das sollte dir gut Damage abgeben, Mann, mit den Münzen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das Geld auch zählt für ihn, Mann. Müsste aber, ja, sieht so aus. Müsste. Wo sind eigentlich meine Spinnen? Ich habe doch Infestation aufgehoben. Wo sind meine Spinnen? Oh, Luck ab, ne? Warte mal. Müssten wir eigentlich aufheben? Theoretisch. So, wenn wir jetzt Dead's Key bekommen, das wäre abgefahren. Pass auf, du nimmst das mit. Vergiss mal nicht, brauchen wir jetzt nicht. Aber mega cool, dieses Trinket, ne? Das sorgt also dafür, dass du die, Items, die du aufheben kannst, dann auf die nächste Ebene gepackt werden. Mega nice, ey. Ist gut für eine Challenge hier. Diese eine Challenge, wo du Leben brauchst mit Bethany. So. I pick it. Nimmst du mit. Und du nimmst das mit. Ich meine, haben wir jetzt Ipecac fliegen, ne? Okay, was ist hier? Two of Spades, alles klar. Let's go. Guck mal, da haben wir ein bisschen Luck abgefunden und schon bekommen wir Ipecac. Was? Ein Special Item, Mann. Krass. Vorsicht. Vorsicht. Okay, den zerstöre ich, glaube ich, mit meinem Schein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind meine Piercing-Shots doch ein bisschen besser, Mann. Wunderbar. Kein Dead's Key, aber das könntest du mitnehmen, ganz ehrlich. Denn jetzt habe ich zwei Bücher. Nice. Wahrscheinlich stürzt das Spiel gleich ab, wenn ich kurz vom Boss bin. Das wäre cool. Au. Okay. Sehr schön. Na, was haben wir hier? Ja, nimmst du mit. Spider Revenge. Du bist der Spider Boy, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Ein bisschen Money, das bekommst du. Was bekommst du? Das zählt ja für uns beide, Mann. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde gleich noch die gesamte Ebene clearen. Einfach, weil ich hoffe, dass wir noch Dead's Key finden. Das wäre einfach optimal jetzt noch. Oder wenn wir den R-Knopf finden im Geheimraum, Leute. Ah, nee, haben wir schon. Okay. Aber vielleicht finden wir auch einfach so. Pass auf, lass uns mal den bekämpfen jetzt. Komm her. Dass wir so weit gekommen sind mit Jacob und Esau. Hey, das ist schon mal sehr schön, Mann. Ich dachte, wir sterben echt. Vielleicht wären wir auch gestorben, wenn wir zu The Witness gegangen. Vielleicht war das ein Zeichen, Leute. Das war ein Zeichen, okay? Das war ein Zeichen dafür, dass ich ziemlich doof bin. Okay. Lag hier eigentlich ein Space-Item? Weil dann kann ich es eigentlich austauschen. Und die mal gab ich... Ja, genau. Wir können es mal hier so machen. Pass auf. Zack. Jetzt nimmst du das mit. Jetzt ein paar Mal das... Warte mal, was? Nein, hä? Ja, genau. Und jetzt so. Genau. Wunderbar. Und jetzt habe ich nur beide Bücher, Mann. Genau. Yo. Sehr schön. Au, Gott, Ipecac, ganz vergessen. Jetzt auf zu sterben, ey. Wäre nicht cool. Wäre echt nicht cool. Na, was bekommen wir hier? Ein Zitrönchen. Nein. Brauche ich nicht. So, wir haben noch ein paar Räume. Die mache ich jetzt, Mann. That's key. Komm schon. Die Möglichkeit besteht, Mann. Die Möglichkeit besteht. Okay, das ist natürlich... Das sagt mir, glaube ich, dass ich den gesamten Run eigentlich das Klo runterspülen müsste. So. Aber ganz ehrlich, sollte ich solche Runs dann einfach verheimlichen von euch, verschwinden lassen und so tun, als wäre es nie entstanden? Das ist ja auch Blödsinn. Okay, noch mehr Piercing-Shots. Hatte ich das nicht schon aufgehoben? So, pass auf, hier ist noch ein Raum. Autschi, oh Gott. Da setzen wir mal ein. Das ist auch der letzte Raum, wenn ich richtig gesehen habe. Dann heißt es halt kein Mega-Satan für uns. Sehr schön. Gut, kein Mega-Satan für uns, ne? Jupp, wir haben alle Räume gemacht, Leute. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, was wir freischalten, ne? Bestimmt wäre es was Krasseres mit The Witness, aber hey. Fehler passieren, nicht wahr? Fehler passieren. Da. So. Flups. Okay, ja, dann würde ich sagen. Lass mal rein in die Kiste, mal gucken, was wir freischalten. Ich dachte schon. Ja, das Ende kennen wir. Was schalten wir frei? Birthright disappeared in the basement. Moment, das hatte ich im Livestream freigeschaltet. Habe ich die beiden doch geschafft im Livestream? Ich habe die geschafft. Echt jetzt? Oh.
Birthright ist ein mega krasses Item übrigens. Ich glaube, das hatten wir gestern im Shop gefunden. Mega cool, Mann. Vielen Dank fürs Zusehen. Es passieren halt Fehler. Oh, Mann. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ich denn, also wen ich als nächstes spielen soll. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Mehrheit, mit wem ich spielen soll. Ob ich mit Bethany Witness oder mit Bethany Lamp oder vielleicht mit dem normalen. Schreibt einfach rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tut mir nochmal leid für diesen kleinen Messerfehler. Aber am Ende kam Emperor Card und hat so oder so alles zerstört. Ne? Ich hätte so oder so das Messerstück nicht gefunden. Das ist, muss ich echt aufpassen, was ich mit denen aufhebe. Da muss ich echt aufpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.